Okay, also Sturm abwarten, dann hol ich erstmal das Silizium und das Eisen ab. Und dann werden wir uns noch weiterhin darauf konzentrieren. Könnte ja aber schon mal. Nein, nee, könnte ich nicht. Hat Sturm draußen. Veredelte Holz. Genau. Wenn ich jetzt nochmal Kupfernägel hätte. Kupfernägel, da, warum die auch immer da drin sind. Wahrscheinlich hatte ich Platzmangel. Machen wir uns nämlich schon mal Böden. 65 Böden. Oh, warte mal, 18 Böden habe ich ja schon. Mache ich mal 32 Böden, weil ich liebe Holzboden. Brauchen wir auch, weil da drin werden es auch Treppen geben. Machen wir mal 10 Stück erstmal. Und der Rest in Holzwände 23. Da hätte ich wahrscheinlich keine Kupfernägel mehr. Oder auch eventuell das schon nicht mehr. Wir machen mal so. Wir werden mal das da gleichzeitig danach wieder reinschmeißen zum Verarbeiten. So. Gelle. Sehr schön. Wunderbar. Ja. Orkanböden. Ich brauche Stein. Jetzt brauche ich natürlich das Beton nicht, ne? Ich lasse das Beton aber mal. Wer weiß, wofür es gut ist. Wer weiß, wofür das gut ist. Können wir nochmal hier gucken. Und zwar Spitzhacke. Oh, Zubehörteil für Spitzhacken gibt es gerade nichts. Für Äxte auch nicht. Oh. Okay. Schade. Schade, schade. Boah, da müssen wir erstmal 3 Stein und 1 Steinziegel. Boah, ich brauche für eine Steinziegelwand brauche ich 40 Steinziegel. Boah. Holla die Arschfee. Alles klar. Das ist nicht übel. Hust, hust. Wollte noch was gucken. Wasserbombe. Genau, die Tierbedarfwerkbank. Werde ich dann auch demnächst rausholen. Ja. Gut, da habe ich das. Da würde ich das dann noch gerne haben. Ja. Das ist gut. Verstärktes Basisholz, ne? Nur das brauche ich aber nicht. Das brauche ich nicht. Okay, die Sturmböen sind vorbei. Lass uns mal das andere Zeug da holen. Wie viel sind denn eigentlich hier mittlerweile drin? Oh, auch schon 130. Das ist nicht ganz verkehrt, ne? Das ist ja nicht ganz verkehrt. Hier haben wir Schwefel, ne? Das ist Schwefel. Das ist Schwefel. Und jede Menge Stein brauchen wir. Jede Menge Stein. Also ordentlich was zu tun, ne? Aber da bin ich mal gespannt. Also, ja, ich habe auch schon eine Idee für meinen Energieturm. Lol. Na. Oh. Okay, warte mal. Nicht getroffen. Eier gesoffen. Mensch. Da seid ihr beide hier unten drunter. Da kommt noch einer. Ja, herzlichen Glückwunsch. Okay, hat sich erledigt. Das wollen wir schon mal nicht. Da oben wollen wir noch mal hin. Gucken wir mal, wie weit uns das Kroko hier verfolgt. Hier, die bleiben gerade da.
bewachen das Mistzeug da drüben. Okay. Will da rüber. Will da rüber. Ob ihr es wollt oder nicht. Werde jetzt. So, mach weiter. Silizium. Weil ich auch ein Kroko. Okay, warte. Werde ich aber schaffen, bevor er mich anvisiert und attackiert. Ah, gut. Da hinten muss ich hin. Oh, schön. Bum, bum, bum. So, da war ja auch sehr viel Eisen drin, ne? Boah, guck mal, der kann mit einer Fuhre auf jeden Fall hier voll machen. So, dann hau mal rein da. Dann hau mal rein. Jetzt müssen wir mal schauen, wo ich hier am besten wieder rüberkomme. Ohne die ganzen Krokus aufzuschrecken. Und unterwegs noch irgendwie Stein einsammeln. Oh, da ist einer. Der ganze Teich hier ist voll. Aber hier komme ich rüber. Lass mich mal darüber. Ha, das war doch sauber. Da oben über die Dinger gesprungen. Oh, guck mal, hier hätten wir noch mal Stein. Wenn ich aber überladen bin, ist doof. Ist ein bisschen weit weg. Dann nehmen wir da unten das Steinchen. Ja. Sieht hier auch ein bisschen ungefährlicher aus. Hier kann ich, glaube ich, mal gemütlich draufhauen. Oh, jede Menge Stein sammeln hier, ne? Also wenn ich 40 Steinziegel für eine Wand brauche und ich brauche 3 Steine für ein Steinziegel. Alter Schwede, das ist viel. Das wären ja für eine Wand 120 Steine. Boah. 120 Steine für eine Wand. Da könnt ihr euch mal ausrechnen, was ich brauchen werde. Weil das sind ja nicht gerade unbedingt eine 4x4 Hütte, die ich da nur stehen habe. Für immer und ewig. Da kommt ja was Gescheites zu, ne? Oh mein Gott. Und dennoch die ganzen Fundamente. Die noch dazukommen. Oh ja. Na dann fangen wir mal an. 100. 300. Ja klar. 300 Steine für 100 Steinziegel. So, das sind dann schon mal 2 Wände. Und hier... 3 nochmal. Lol. Oh lol. Hier nochmal das Eisenerz rein. So. Das Silizium packe ich jetzt einfach mal hier rein. So, das da müssen wir auch wieder. Nehmen wir mal 2 Päckle davon und 2 Päckle davon. Dann habt ihr das auf jeden Fall mal so weit geschafft. Das wird was werden. Das wird was werden. Okay. Ich glaube, ich hole mir noch mehr Stein. Wir brauchen jede Menge Stein. Also ich weiß schon ungefähr die Fundamentgröße von meinem Gebäude
wird ungefähr 12 auf 12 sein. Circa, glaube ich. So ungefähr. So wie ich das ein bisschen im Kopf habe. Ja. Aber klar, wenn jetzt, sage ich mal, der Steinbohrer da dem seine Sache machen lässt, hast du natürlich nebenbei, ne? Aber das Gute ist, von den Steinziegelwand brauche ich jetzt noch nicht ganz so viele, weil das erste Gebäude, was ich bauen werde, da wird die untere Schicht mit Steinziegel werden und dann kommen nämlich Holzwände und dann halt nochmal Steinziegeldach drauf, ne? So habe ich es jetzt gerade in meinem Kopf so ein bisschen an Vorstellung und ich glaube, dass es gut aussehen könnte. Ach ja, und als Rahmen, also diese, oh, sag schnell, die Pfeiler, weil ich mache ja immer gerne Pfeiler mit an den Ecken ran, die werden dann aus Beton. Genau, da könnte ich eigentlich schon machen. Betonmischung habe ich ja. Da könnte ich eigentlich auch schon ordentlich Betonpfeiler anmischen. Dann habe ich auch ziemlich in dem Gebäude auch alles, ne? So ein bisschen Beton mit drin, ein bisschen Steinziegel und ein bisschen Holz. Ich weiß, ihr könnt euch da überhaupt noch gar nichts drunter vorstellen. Macht aber überhaupt nichts. Warte mal, wir machen erstmal hier nochmal. Nochmal 100. Nochmal 100. Und nochmal 100. Das sind dann 1, 2, 3, 400. Sind schon ganz nett. Da auf jeden Fall nochmal. So, dann würde ich sagen. Weiter. Oh, ich würde auch gerne nochmal reparieren. Mein Platin. Schmiede. So, Messer reparieren. Spitzhacke reparieren. Das noch nicht. Gut. Auf geht's. Wir werden wieder was essen. Wir gehen nochmal weitere Steine holen. Da hauen wir jetzt mal ordentlich rein, ne? Einen richtigen Batzen hauen wir da jetzt mal rein. Materialbeschaffung. Und hast du nicht gesehen und schießt mich tot. Die Holzwände, muss ich ganz ehrlich sagen, die werden, glaube ich, am leichtesten werden. Der Holzboden. Ich muss mir auch noch Erde beschaffen, weil ich finde, in einem vernünftigen Stall mit Außengehege gehört ein bisschen Matsch dazu, draußen, und nicht gerade so Steinboden oder so. Da würde ich dann ganz gerne, ja, ganz gerne Erdboden machen. So, komm, da. Einmal kurz Luft holen. Puh. Hier kannst du dich auch total in Details verlieben, ne? Ich glaube, mit dem nächsten Punkt werde ich, glaube ich, die Tierwerkbank. Nee, erstmal die Rüstung. Erstmal die Rüstung. Und dann kommt die Tierwerkbank. Da werde ich den nicht ganz abschlagen, ist er beim nächsten Mal wieder da. Da eigentlich auch ganz nett. Wenn mal Licht in mein Inventar kommt. Aber 700 habe ich schon. Hohohoho. Wow. Na komm. Zack, zack.
Da noch ein bisschen, hier noch ein bisschen und dann lass es mal rüber. Okay. Ach, wunderbar. Perfekt. Ich habe schon so meine Ideen. Ob ich die alle umgewandelt kriege, keine Ahnung. Aber das ist dann auf jeden Fall mal ein bisschen anders als auf Prometheus, ne? So, machen wir hier nochmal. Und nochmal noch 100er Päckler auf jeden Fall kommen. Genau, wir müssen ja auch Stahlschrauben machen. Brauchen davon noch Unmengen. Was fehlt denn da? Holz. Oh, warte. Holz haben wir doch. Zack, zack. Nochmal 6. So. Apropos Stahl brauchen wir auch jede Menge. Haben wir irgendwo Kohle? Kohle haben wir eigentlich gehabt. Dann machen wir hier jetzt nochmal ordentlich Stahl, Rohstahl. 33. Ja, das ist in Ordnung. Da sage ich nicht nein. Weil Eisen haben wir ganz gut. Das ist ganz vernünftig. Der macht jetzt erstmal seinen Stahl da fertig, sein Rohstahl. Danach können wir mal ein bisschen Epoxy reinknallen. 55. Vielleicht nochmal Knochenmehl. So viel Knochenmehl. Okay. Dann gucken wir mal, machen wir mal den. Nehmen wir mal mit. Dürfte aber, glaube ich, noch nicht mal annähernd leer sein, ne? Nee. Aber fast 200. Das ist doch mal eine Hausnummer, oder? Fast 200. So. Warte. Nehmen wir gleich mal ein bisschen Holz mit. So. Nur 5 Stück wegen Nägel. So. Wären trotzdem nur 5 Stück. Ach ja. Nicht wegen Nägel, sondern wegen Stein. Schön. Okay, fange ich mal an, die ersten Fundamente mal zu legen. Und zwar, wie möchte ich das denn gerne haben? Also, gehen wir da raus? Oder machen wir hier? Machen wir da? Weißt du, wir machen mal... So, und dann... Ja, wobei das da hinten schwierig werden könnte. Ah, Manometer, ey. So, Moment. Hier ist aber schon wieder tief. Moment, warte mal, hier ist ja der Eingang, ne? 1, 2, 3, frei. So. Und dann machen wir mal... Genau, hier wird nämlich so mein Mittelgang, ne? Machen wir mal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 11, 12. Müssen wir mitnehmen. 12. Dann würde ich ab da vorne anfangen. Gucken wir mal hier ein bisschen rein. Muss gucken. So, das da weg. Das sind alles kleine Störenfriede. Okay, wir brauchen aber auch einen Boden. Den würde ich, glaube ich, hier nochmal wegnehmen. So, weil am Anfang habe ich nicht ganz so viel, ne? Also bitte... Wobei ich da Türme geplant habe, ne? Stimmt, da hatte ich Türme geplant. Ich weiß gar nicht, wie ich die Verteidigung nachher machen soll. Puh.
Das ist mir ehrlich gesagt noch ein ziemliches Rätsel. Verteilen wir die auf jeden Fall mal hier nochmal. Wir brauchen Baumharz. Was war da noch für diese Wände? Brauchen wir Stahlschrauben. Mhm. Gut, Stahlschrauben an sich sind nicht schwierig. Nehmen wir mal das mit. Machen wir hier mal geschwind Stahlschrauben. Brauchen wir ein paar. Machen wir mal aus allen drei. So. Und veredeltes Holz haben wir auch einiges vorhanden. Oh, guck mal, schön hübsch. Sehr schön. Schauen wir mal, ne? Wie viel können wir denn machen? Wir könnten 9 Stück machen, weil dann... Hier, die Ziegel. Immerhin 9 Stück. Okay. Dann lasse ich mal das Päckle hier. Lass mal das und das hier. Warte mal, machen wir mal... Ja, machen wir es so. Stahlschrauben lasse ich auch mal beides hier. Also wir brauchen noch mehr von diesen Dingern. Ach so. Ja. Natürlich. Ich wollte gerade sagen, hä? Man macht das gerade nicht. So, einmal die Seile da rein. Nein, nicht das Fleisch. Ich wollte das Baumharz haben. Okay, dann brauchen wir definitiv nochmal ordentlich Stein. Gehen wir nochmal Stein farmen. Gehen wir nochmal Stein holen. Von da hinten. 9 Stück sind noch nicht ganz so viel. Bräuchte zumindest mal ein paar mehr. Vor allem brauche ich nachher auch die Dächer. Achso, liebes Steinchen, du darfst jetzt aber ganz schnell in mein Inventar. Bam, bam, badam, bum, bam. Bam, bim, badim, bum. Ach herrlich, jetzt fange ich mal das richtige Haus an, ne? Also ja, ich hatte schon mal das Haus angefangen, aber ich habe mich doch nochmal umentschieden, weil in meinem Kopf doch nochmal was anderes rumschwirrt. Was viel geileres, wo auch ein Stall gleich mit inbegriffen ist. Das ist so herrlich. So, hopp, hopp, hopp. 1400 und ich bin hochgestuft. Wunderbar, auch geil. Oho. Ich weiß nicht, was ihr davon haltet. Ich habe da so eine Idee im Kopf. Nicht bezüglich des Spiels, sondern nach den Sommerferien. Also es wird so Mitte September sein. Also eher so Mitte September. Habe ich eventuell geplant, morgens von ungefähr, sag ich mal, 8 bis ca. 12 Uhr Livestreams zu machen. Und da würde ich Icarus eventuell mit reinpacken, aber aus diesen Livestreams auch einzelne Folgen machen. Hättet ihr überhaupt morgens diese Zeit dabei zu sein? Also wenn ihr eine Meinung habt, dann gerne mal in die Kommentare. Würde mich riesig freuen. So, machen wir weiter. Zack, zack. Ja, da sind noch mal ordentlich. Ah, das Dach. Ah, machen wir erstmal den Rest jetzt erstmal hier wieder rein. So, gut. Mein Talentpunkt. Ich habe einen Solo-Talentpunkt. Wo war ich eigentlich drauf hin? Hier wollen, erhöht die erhaltene EP außerhalb einer Gruppe. Ja. Ne? Mehr Holz beim Fällen wäre auch nicht schlecht. Weiß jetzt gar nicht. Beim Schleichen schwieriger zu entdecken? Nö. Nein. Nee, auch nicht unbedingt. Nee.
Erhöht Holz-, Stein- und Faserertrag. Oh, doch. Weil ich jetzt Stein durch die Steinziegel brauche, würde ich das tatsächlich hier drauf packen. Erhöht aber auch gleich Holz und Stein, ne? Also da nochmal rein. Und dann hätten wir hier höherer Schaden mit Gewehren. Das ist auch toll. So, erstmal Rang 3. Ich habe nur 3 Punkte. Schade, ne? Okay, dann nehmen wir das. Nehmen wir diese. Das ist meine Standardrüstung, ne? Genau, das sollte zu meiner Standardrüstung werden. Dann lass uns mal gucken. Mit dieser Rüstung machen können. Wo ist denn meine Werkbank? Da. Da ist meine Werkbank. Wir brauchen mehr gehärtetes Leder. Baumharz und Leder. Samenöl geht aber auch. Warte mal, Samenöl. Ja, warte mal, habe ich so viele. Hier zum Beispiel Fasersamen. Ja, das nicht. Das jetzt auch nicht. Das auch nicht. Machen wir mal Samenöl. 20 Stück. Okay, das wären ja immerhin 20 gehärtetes Leder. Bräuchte mal das da. Wie viel bräuchte ich denn eigentlich jetzt noch? Warte mal, was habe ich denn eigentlich an? Ich habe den Brustpanzer und die Beine habe ich an. Das heißt, der Armschutz sind 7. Fußpanzer sind nochmal 4. Und dann 11. Der Helm sind nochmal 6, sind 15. 15. 15. 15 mal gehärtetes Leder. Okay. Würde vom Samenöl reichen. Wären 150 Leder, ne? Wenn ich mich jetzt nicht täusche, wären das 150 Leder. Und gleich fertig. Okay, weißt du, du kannst aber schon mal reinwerfen. So. Platingewebe wäre hier 1. Da 1. Da 1. So, also 3 Stück. Das hatte ich schon anscheinend perfekt ausgerechnet, ne? Geilo. Okay, denn da jetzt? Nochmal 10 Sekunden. Ja. Habe ich jetzt kein Baumharz verschwendet dafür, ne? Und die Saat kriegst du ja auch immer wieder. So, nochmal das. Also, Fußpanzer. Der Armschutz. Und der Helm. Boah, perfekt, dann bin ich ausgerüstet. Dann kann ich auch das, die Modifikation reinpacken. Sehr schön. Ach, wunderbar. Ja, ziehen wir gleich an. Ziehen wir das gleich mal an. So, zack, zack. Zack, zack, zack. Aha, perfekt.